Zuhörerinnen und Zuschauerinnen auch am Bildschirm zu Hause oder in Ihrem Büro. Ich darf nun die Keynote ankündigen und zuvor aber unsere Vizerektorin für Forschung, Frau Professorin Ulrike Tanzer, auf das Pult bitten. Sie spricht noch Grußworte für unsere Keynote und dann werde ich wieder an das Pult schreiten und unseren Speaker vorstellen. Bitte, Frau Vizerektorin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, sehr geehrte Damen und Herren, wer den voluminösen Band Österreichische Zeitgeschichte, Zeitgeschichte in Österreich, eine Standortbestimmung in Zeiten des Umbruchs, herausgegeben von Markus Gräser und Dirk Grubnow aufschlägt, findet hier nicht nur eine beeindruckende Bestandsaufnahme des Faches, sondern auch einen Ausblick auf neue Themenfelder. Die Corona-Tagung im November 2020, die erste aus dem geistes- und sozialgeschichtlichen Kontext im gesamten deutschsprachigen Raum, war wohl ein hervorragendes Beispiel dafür, wie sich Zeitgeschichtsforschung disziplinenübergreifend als Zeitdiagnose, um aus dem Vorwort des Sammelbandes zu zitieren, weiterentwickeln und positionieren kann. Die Medizingeschichte, die sich vor allem mit der Aufarbeitung der NS-Zeit beschäftigt, wurde hier um wichtige Aspekte erweitert. Die Folgetagung nun, die circa ein Jahr später, Gott sei Dank in hybrider Form nun hier stattfinden kann, im Kaiser-Leopold-Saal und gestreamt, geht über diesen Forschungsschwerpunkt kulturelle Begegnungen, kulturelle Konflikte hinaus und Sie sehen hier diese beeindruckende Liste an Logos, also von der Philosophisch-Historischen Fakultät über unser Schwerpunktsystem bis zum neu gegründeten Schwerpunkt EPOS und natürlich das Forschungszentrum Medical Humanities mit ihrer Begründerin Elisabeth Dietrich-Daum, die hier grundlegendes gemacht hat und hier sozusagen die Basis auch gelegt hat, dass die Innsbrucker Historikerinnen und Historiker so kompetent und schnell auf dieses neue Thema reagieren konnten. Diese Tagung schließt nun thematisch an. Gleichzeitig gibt es diesen einjährigen Abstand, der auch zur Reflexion einlädt und sie schließt Kolleginnen der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften mit ein. Corona hat ja gezeigt, und das haben Sie ja in den letzten Stunden intensiv diskutiert, dass über die medizinische Thematik hinaus alle Lebensbereiche betroffen waren und noch immer betroffen sind, seien es psychische und soziale Folgen, wirtschaftliche, rechtliche Implikationen und kulturelle Fragestellungen, die unser Leben tiefgreifend verändert haben und wohl weiter verändern werden. Ich freue mich also sehr, dass ich diesen Festabend heute hier eröffnen darf. Ich übergebe dann an die Moderatorin, Kollegin Dietrich-Daum, und ich freue mich sehr, dass unser Keynote-Speaker Heiner Fangerau von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gekommen ist. Wir haben schon vorher darüber gesprochen. Heinrich Heine hat Tirol, die Tiroler und Innsbruck nicht mit besonders lobenden Worten erwähnt. Sie haben trotzdem den Weg hierher nicht gescheut und ich freue mich schon sehr auf Ihren Vortrag. Ja, sehr geehrte Damen und Herren und liebe Kolleginnen, ich habe nun die Ehre und die große Freude, den Festvortrag bzw. den Keynote-Speaker zu dieser Tagung anzumoderieren. Und ich darf Ihnen Professor Heiner Fangerau von der Heinrich-Heine-Universität, der Universität Düsseldorf vorstellen. Heiner Fangerau ist ausgebildeter Mediziner, approbierter Arzt, studierter Theaterwissenschaftler und Historiker und habilitierte im Jahr 2007 im Fach Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Nach Berufungen an die Universitäten Ulm und anschließend Köln kehrte er an das Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an die Universität Düsseldorf zurück und ist nun seit etwa 5 Jahren auch dessen Direktor.
Neben seiner Tätigkeit in vielen renommierten Fachgesellschaften ist er seit 2017 gewähltes Mitglied der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Deutschland und seit Jahren ein nachgefragter Vortragender und Experte im Bereich der Medizingeschichte und der Medizinethik des 19., 20. und 21. Jahrhunderts. In diesem Bereich liegen auch seine Forschungsschwerpunkte: die Geschichte und Theorie der medizinischen Diagnostik, medizinhistorische Netzwerkanalysen, Geschichte und Ethik der Psychiatrie und Neurologie, der Kinder- und Jugendmedizin und der medizinischen Technik. Von seinen zahlreichen Publikationen kann ich hier nur die jüngsten anführen oder erwähnen, etwa die beiden mit Kolleginnen herausgegebenen Bücher zur Geschichte der Kinder- und Jugendpsychiatrie, einmal 2017 und einmal 2021, dann seine Bücher zur Geschichte der Visualisierungen in der medizinischen Diagnostik, das erste 2021 und das zweite zur Visualisierung des Ungeborenen 2020 erschienen. Ebenso sein Handbook of Popular Culture and Biomedicine, das er 2019 veröffentlichte, und nicht zuletzt sein mit Alfons Labisch publiziertes Buch Pest und Corona, Pandemien in Geschichte, Gegenwart und Zukunft, das er im April 2020 sehr mutig publiziert hat. Er hat sich während der Corona-Krise mehrfach zu Fragen der Seuchengeschichte und zur öffentlichen Wahrnehmung von Epidemien und Pandemien zu Wort gemeldet. Heute wird Heiner Fangerau über das invektive Potenzial der Pandemie, Covid-19 und die Dynamik menschlicher Kränkungen sprechen. Lieber Heiner, ich darf dich aufs Podium bitten. Sehr geehrte Vizedirektorin, liebe Elisabeth Dietrich-Daum, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die liebe Vorstellung, freundliche Vorstellung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Anders als Heinrich Heine finde ich Innsbruck ganz großartig. Und ich sage das nicht nur so, Elisabeth weiß das. Und weil ich das immer mal sagen wollte, begrüße ich natürlich auch die Damen und Herren an den Empfangsgeräten. So, ja. Mein Vortrag, in dem es um die Dynamik menschlicher Kränkungen geht, den möchte ich eigentlich beginnen mit einem kleinen, auch uneigentlich, mit einem kleinen Gedicht, was zur spanischen Grippe in einer Schweizer Zeitschrift erschienen ist, also im dritten nach Deutschland und Österreich, was Deutsch spricht. Und in dem Gedicht heißt es, also in dem Gedicht geht es um die Maßnahmen gegen die Grippepandemie. Und ich muss jetzt leider hier gucken, weil ich so kurzsichtig bin. Und da heißt es in den beiden eingerahmten Stellen so schön, zunächst, es ist ein Skandal, wie man es treibt, wo bleiben die Verbote? Man singt und tanzt, jucheit und kneipt, gibt's nicht genug schon Tote? Drittletzter Absatz hier. Der drittletzte Absatz der zweiten Hälfte lautet dann, das war es nicht, was wir gewollt. Gebt frei das Tanzen, Saufen. Sonst kommt das Volk, hört, wie es grollt, stadtwärts in hellen Haufen. Und was man hier sieht, ist natürlich einmal unmittelbar die Parallele zur aktuellen Debatte. Und man muss sich natürlich bei solchen Parallelitäten, Parallelen immer davor hüten, alles gleichzusetzen. Diese Pandemie ist ähnlich und doch ganz, ganz anders. Die Reisemittel sind anders als 1919, die Produktionsmittel, um diesen Begriff mal benutzen zu dürfen, sind anders, die Organisationsmittel sind anders, die Informationsmittel sind anders und es handelt sich um eine ganz, ganz andere Erkrankung. Nichtsdestotrotz gibt es hier im menschlichen Handeln und der Wahrnehmung die Parallele, dass der Mechanismus von Kontrolle und Freiheit das eine sind, das immer wieder schon bei der Grippe und auch hier thematisiert worden ist. Und das andere sind das skandalisierbare Potenzial, das Pandemien in sich tragen und, worauf ich nachher eingehen werde, das invektive, das heißt das beleidigende Potenzial, das Pandemien offensichtlich in sich tragen. Und genau darum soll es gehen
immer wieder werde ich dabei auch Rückgriffe in die Geschichte machen. Und bitte, das nehme ich jetzt einfach mal Sie vorweg, dass Sie das wissen. Ich bitte Sie dabei, nicht mich misszuverstehen, dass Geschichte für mich hier eine Grabbelkiste ist, aus der ich das hervorziehe, was ich gerade brauche, sondern ich werde mich immer auf diese beiden Punkte fokussieren. Kontrolle und Freiheit das eine und das skandalisierbare und invektive Potenzial das andere, aber eben auch die Differenzen deutlich machen. Als Corona anfing, hat Giorgio Agamben als erster darauf hingewiesen, dass Corona selbst als Pandemie eine Kränkung ist. Manche Autorinnen und Autoren gingen so weit, von der vierten menschlichen Kränkung zu sprechen. Es gab ja nach Freud 1917 die kosmologische Kränkung als erste Kränkung der Menschheit, also dass nicht die Welt, die Erde der Mittelpunkt der Welt ist. Dann gab es die biologische Kränkung durch Darwin, der Mensch stamme vom Affen ab. Und dann gab es die psychologische Kränkung durch Freud. Und jetzt kommt Corona als vierte Kränkung. Und dabei kann man, wenn man da genauer hinguckt, eigentlich vier Blickwinkel auf diese Kränkung richten, auf die Krankheit als Kränkung. Das eine wäre die zivilisatorische Kränkung und das andere wären die vielen kleinen Kränkungen, die zwischenmenschlich hervortreten. Und die zivilisatorische Kränkung wieder kann man wieder zweiteilen in einmal, wie Agamben es begriffen hat, dass das Zurückwerfen des Menschen auf das nackte Leben in dieser Pandemie eine kulturelle Kränkung ist. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir heute Morgen kurz auch darüber gesprochen haben, dass es keine Gläser gibt, sondern wir nur noch aus Flaschen trinken, aus hygienischen Gründen. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn man unter bestimmten kulturhistorischen Blickwinkeln darauf guckt, ist das eine Form von Kränkung, Verrohung. Also das, und das weiter gesponnen, meint Agamben mit dem Zurückwerfen auf das nackte Leben. Aber aus medizinhistorischer Perspektive mindestens ebenso spannend war die Kränkung, die durch die Unwissenheit entsteht. Diese Unwissenheit als zivilisatorische Kränkung begriffen, was meine ich damit? In einer hochtechnisierten Medizin, in der wir eigentlich über 150 Jahre immer wieder das Bild vermittelt bekommen haben, dass Kontrolle das Movens menschlicher Handlungen ist, dass es darum geht, Kontrolle über die Natur zu gewinnen, gerade nach einer Debatte über synthetische Biologie, das war ja 2016/17 der Dernier Cri, synthetische Biologie, also endlich schaffen wir es, Leben synthetisch im Labor zu erzeugen. Die Idee, die die Chemie lange verwirklicht hat, mit der Synthese des Harnstoffs, woran die Biologie und die Medizin lange gearbeitet haben. Das wird jetzt möglich mit CRISPR-Cas, kommen neue Tools und so weiter. Gerade auf diesem Höhepunkt der Kontrolle der Natur kommt nun etwas, bei dem Ärztinnen und Ärzte sagen, sowas haben wir noch nie gesehen, bei denen Virologinnen und Virologen zwar das Virus kennen und auch gut erklären können und wissen, wie das Virus funktioniert, aber was es epidemiologisch macht, nicht. Das wurde als Kränkung erfahren. Und die wissenschaftliche Kränkung, um die noch auf diese zwischenmenschliche Ebene noch mal zu bringen und zu illustrieren, nachdem Agamben das nackte Leben beschrieben hat, was ist das für eine Gesellschaft, die keinen anderen Wert mehr hat als das eigene Überleben, kam die Kritik an Agamben auch als zwischenmenschliche Kränkung daher, in der Frankfurter Rundschau nur als eins von 100 Beispielen, die das Gleiche gesagt haben, hieß es, aber manchmal scheint er, Agamben, das Denken aufgegeben zu haben, zugunsten seines größten Widersachers des Rechthabenwollens. Und was für eine größere Kränkung gibt es eigentlich für einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin, als ihr oder ihm erstens Unterkomplexität zu unterstellen und zweitens noch zu sagen, er oder sie sei dumm. Das ist ja auch etwas, was schon den Rahmen von wissenschaftlicher Kritik eigentlich kränkt. Also Kränkungen auf vielen Ebenen. Und genau diesen Kränkungen möchte ich mich im Folgenden mit der Denkfigur der Invektivität nähern. Das ist ein Neologismus. Was das ist, werde ich gleich auch noch erklären, als kleiner Cliffhanger. Und für Covid untersuche ich das hier gelegentlich mit Rückgriff, wie ich es auch gemacht habe, auf vergangene Pandemien einsetzende Invektive. Das ganze historische
das ganze historiografische Potenzial vor allem wäre dann noch auszuloten. Das schaffe ich heute in dieser Keynote, obwohl ich so viel Zeit bekommen habe, nicht. Aber zumindest für die Cholera geben allein Heinrich Heines Schilderungen der Zustände in Paris eine ganze Menge Material her, die von Wut bis Leichenschändung reichen. Und damit kleiner Spoiler nehme ich vorweg, ich werde vor allem als Folie nicht die Grippe, sondern die Cholera heranziehen, weil hier so viel invektives Potenzial steckt. Und ich werde jetzt dabei zunächst Covid als skandalisierte Erkrankung beschreiben. Das ist ein Konzept meines Vorgängers in Düsseldorf und inzwischen meines Freundes Alfons Labisch. Und ich möchte erklären, was diese skandalisierte Erkrankung ist. Und dann die These aufstellen, dass man vieles des skandalisierbaren Potenzials von Erkrankungen gerade aus der Invektivität herausziehen kann. Und hier auf drei Beispiele eingehen, wie Pandemien invektiv wirken können, durch kulturelles Othering, Dynamiken der Herabsetzen und der Affekte und Emotionen. Und dann werde ich das Ganze in einem Schluss zusammengießen. Und ich steige ein mit der Seuche des 19. Jahrhunderts. Und die Seuche des 19. Jahrhunderts, die wahrnehmbar ein Schrumpfen von Zeit und Raum, das das 19. Jahrhundert ja auszeichnet, mit sich gebracht hat, war die Cholera. Und Sie wissen, im 19. Jahrhundert durchstreiften eine Reihe von Cholera-Zügen die ganze Welt. Aus europäischer Sichtweise gingen sie immer von Indien aus. Schon die erste kleine Beleidigung in der Welt aus deutscher Sicht kommt fast immer eine Krankheit aus dem Osten, mit Unterschieden, ne? Hat Gründe, komme ich gleich nochmal drauf. Die Reaktionen auf die Cholera in Europa waren atavistisch, aus Sicht der Zeitgenossen. Bitte behalten Sie die zivilisatorische Kränkung im Blick. Die Menschen fielen, laut Heine, in längst überholt geglaubte primitive Verhaltensweisen zurück. Angesichts der Cholera versanken hochzivilisierte Weltstädte wie Paris im Chaos. Heine hat das eindrücklich geschildert aus Paris 1832 unter dem Titel Französische Zustände. In der Augsburger Allgemeinen Zeitung hat er seine Berichte veröffentlicht. Die Medien werden über dieses hinaus in meinem Vortrag auch noch mal eine Rolle spielen. Ich bin sehr dankbar für die Vorträge heute Morgen. Ich gehe genau wie Sie auf ein paar Medien noch mal in ähnlicher Form ein. Ich hoffe, ich langweile Sie dann nicht. Am 29. März langte die Seuche in Paris an und ein Karneval, ein öffentlicher Mummenschanz, sollte der Gefahr spotten. Kommt Ihnen vielleicht mit Blick auf Covid auch bekannt vor, hier spielte der Karneval auch eine Rolle. Werden Sie auch noch mal hören. Aber auf offener Straße brachen die Menschen zusammen, Entsetzen und Hilflosigkeit machten sich breit, die Infizierten wurden gemieden, Kranke und Sterbende wurden verlassen und Heinrich Heine schildert durchaus doppeldeutig, wie Menschen sich Masken aufsetzten, um sich zu schützen und um Karneval zu feiern. Und als dann der größte Narr die Maske abnahm, war blau im Gesicht, wurde ins Hotel Dieu getragen und verstarb. Giftmischerei sollte damals die Ursache des großen Sterbens sein und Verdächtige wurden von aufgebrachten Passanten erschlagen. Alles, was die Aufklärung mit sich gebracht hatte, war vergessen. Es herrschte nur noch blanke Angst, so Heine. Und aus den Nachrichten des 19. Jahrhunderts, wie Heinrich Heine sie verbreitet hat, aber auch aus der Geschichtsschreibung heraus, ergibt sich leicht der Eindruck, die Cholera sei die Krankheit gewesen, die an der Spitze der Krankheits- und Sterblichkeitsdaten im 19. Jahrhundert stand. Also auch wenn man in die Geschichtsschreibung reinguckt, wir haben das mal gemacht, von nach 1945, da sind fast 10% aller Beiträge von 3000, die wir untersucht haben, über die Cholera, sodass man den Eindruck kriegt, auch historisch hätte die Cholera an der Spitze der Krankheitsursachen gestanden. Aber auch wenn man in zeitgenössische Statistiken zur Krankheits- und Todesursachen guckt, der 1850er, 60er, 40er Jahre, dann zeigen die was völlig anderes. Die Spitze der Todesursachen wurden von Scharlach, Typhus und Diarrhoe eingenommen.
Mit großem Abstand folgten Pertussis, Morbilli, Krupp, Variola und dann erst kam die Cholera. Von den 8 häufigsten Todesursachen, die Oesterlein in seiner medizinischen Statistik für England nennt, sind dabei 5 Krankheiten des Kindesalters. Diese haben also die höchste Sterblichkeit und darüber wurde weniger gesprochen als über die Cholera. Kinder und der Blick auf die Kinder wird bei mir gleich auch noch eine Rolle spielen. Die Aufmerksamkeitsschwelle gegenüber öffentlichen Gesundheitsgefahren ist also zumindest mit Blick auf die Geschichte keineswegs allein durch Todeszahlen gegeben. Eine skandalisierte Krankheit, wie Alfons Labisch sie genannt hat, ist eine Krankheit, deren tatsächliche Bedeutung aus epidemiologischer Sicht in einem merkwürdigen Missverhältnis zu ihrer Wahrnehmung und zu den Reaktionen im öffentlichen Raum steht. Woran liegt das? Man kann jetzt zum einen sagen, dass Skandalisierungspotenzial vor allem auf Stereotypen und auf Moral fußt. Also vielleicht ein besonders ausschweifendes Leben. Also der Bezug zum Karneval könnte hier bei der Cholera eine Rolle gespielt haben. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel einer anderen Erkrankung, wo die Stereotypen und die Moral ganz offensichtlich sind. Diejenigen, die damals bereits zu alt waren, um null Bock zu haben oder Popper oder Punker gewesen zu sein, gehören jetzt zur Corona-Risikogruppe und die wissen genau, wovon ich spreche. Die Studierenden wissen das oft gar nicht. Auch wenn ich Namen wie Rock Hudson und Linda Evans sage, sehe ich nur bei ungefähr Gleichaltrigen ein wissendes Lächeln. Ein junger Mitarbeiter von mir hat mal böse gesagt, er würde gern ein Glossar für die Studenten von Fernsehserien der 80er Jahre geben, damit die mich überhaupt verstehen, was ich immer so sage. Es war durch die Blume gesagt, ich soll aufhören mit solchen Referenzen. Deshalb komme ich jetzt zum Punkt, ich rede von AIDS in den 80er Jahren. Bis geklärt war, auf welchen Wegen der Erreger verbreitet wurde, wurden damals die bedrohlichsten Szenarien diskutiert. Fragen waren so, Bild-Zeitung, wann sind sämtliche Krankenhäuser in Deutschland mit AIDS-Kranken gefüllt? Also wann sind die Krankenhausbetten weg, weil die ganzen AIDS-Kranken da liegen? Wer wird überhaupt diese Krankheit überleben? Vielleicht überleben am Ende nur 2% der Weltbevölkerung diese Erkrankung. All sowas wurde kolportiert. Und diese und ähnliche Ängste haben sich sehr, sehr schnell gegen sogenannte Risikogruppen als vermeintliche Überträger gewandt. Das Deutsche Ärzteblatt präsentierte im Sommer 1984 Zahlen zu den bis dahin in Deutschland, also Westdeutschland, bekannt gewordenen Erkrankungen und listete hier vermutlich erstmal ohne stigmatisierende Absicht hier in diesem Block, das sieht man leider schlecht, da wollte ich zu viel zeigen und zeige am Ende zu wenig. Das war jetzt irgendwie blöd formuliert, aber Sie wissen, was ich meine, da ist es, aber als ohne Absicht wurden da Risikogruppen präsentiert. Homo- und bisexuelle Männer heißt es da, Fixer heißt es da, Afrikaner heißt es da, Hämophile und andere, die gegebenenfalls mit sexuellen Kontakten in Haiti assoziiert worden waren. Also interessanterweise geht es nur um Männer. Und die wenigen Frauen, die genannt werden, da gibt es dann eine Fußnote, bei denen heißt es, die waren auf Haiti. Und die Hidden Message ist natürlich klar. Es gibt ein Wunder, hier in Österreich darf man sagen, es gibt ein Wunder, ein Lied von der ersten allgemeinen Verunsicherung, das sich dem Thema des Sextourismus annimmt. Und genau darauf spielt natürlich auch dieser Ärzteblattartikel ab, weil Frauen kriegen das halt nicht sonst. So. Und als Kontrast, das ist auch spannend, erschien im selben Heft ein Beitrag zur Homosexualität, der ohne AIDS zu erwähnen versuchte, Homosexualität zu entstigmatisieren. Und wenn man dann ins nächste Heft guckt und die Reaktion in Leserbriefen und an die Redaktion gerichteten Briefen guckt, dann sieht man da eine scharfe, kontroverse Debatte. Der Autor des Artikels über Homosexualität wurde beschimpft, ob seiner schamlosen Zügellosigkeit, von Ekel und von Sünde ist in den Artikeln die Rede. 1984, Deutsches Ärzteblatt. Und besonders im Zusammenhang mit der Ausbreitung des HIV-Virus sprangen Politiker genau auf diese Risikogruppenidee und die Stigmatisierung auf und bedienten diese Vorurteile.
In Frankreich appellierte Le Pen, wenn Sie sich noch an den erinnern, an den Volkszorn. Er wollte Sidatorien einrichten, um dort alle AIDS-Kranken unterzubringen. Und Peter Gauweiler, ein deutscher CSU-Politiker damals, hatte ähnliche Ideen. Und Sie sehen da auch, was in der Moral für ein stigmatisierendes, aber auch invektives Potenzial steckt. Schon der Begriff des Fixers, der hier in einem quasi wissenschaftlichen Aufsatz gebracht wird, birgt ja eigentlich eine Beleidigung in sich. Heute werden in Deutschland für die gesamte HIV-AIDS-Epidemie seit den 1980er Jahren 140.000 positive Tests und etwa 29.000 an AIDS Gestorbene gezählt. Und im Jahr 2018 starben etwa 440 Menschen an AIDS. Auch hier wieder, wenn man die aktuellen AIDS-Zahlen kontrastiert mit den im Krankenhaus erworbenen Infektionen durch alle möglichen Krankenhauskeime oder mit den Sepsisfällen, dann hat man hier das gleiche Bild wie bei der Cholera. Diese Erkrankungsformen sind viel, viel häufiger als AIDS, aber irgendwie langweilig. Darüber redet man nicht. Und das individuelle Leid, was dahinter steckt, die vielen Toten, die alltägliche Not, der alltägliche Tod fällt in der gesamtgesellschaftlichen Sicht in der Öffentlichkeit nicht weiter auf, wird sogar nicht mal wahrgenommen. Und es muss also noch irgendwie was sein, was diese Krankheiten zu skandalisierten Erkrankungen macht, ja, was vielleicht auch neben der Moral liegt. Und eine kulturorientierte und medienwissenschaftliche Frage, die sich da anschließt, wäre eine Frage der Performance. Und hier kommen die Medien ins Spiel und die Epidemie als solche und ihre Wege in die Medien wirken hier im Skandalisierungsprozess zusammen. Die modernen Social Media, das wissen Sie, spielen aktuell eine Rolle, die gab es damals nicht. Heute verfolgen wir zeitgenau, was in China passiert, auf Tablets, Smartphones, Taiwan, Südkorea, Europa, USA, alles wird miterlebt. In Deutschland bestimmten vor allem Bilder aus Italien die Sorge vor Covid-19 und es wurden Memes, mein Sohn schimpft immer, wenn ich Memes produziert, die nur halb witzig sich verselbstständigen. Darüber haben wir heute ja auch schon einen Vortrag gehört, wie schnell sich so etwas verbreiten. Medien erfüllen ja eigentlich eine politische Funktion, die Probleme erkennen und Lösungsstrategien diskutieren sollen. Nachrichten haben ja einen unterschiedlichen Wert und dieser Wert der Nachricht auch folgt, folgt unterschiedlichen Selektions-, Interpretations- und Inszenierungslogiken. Zu Nachrichtenfaktoren gehören nach Michael Jeckel der Schwellenwert der Auffälligkeit, den ein Ereignis überschreiten muss, damit es registriert wird. Und das hängt offensichtlich nicht mit der Zahl der Toten zusammen. Seine Erzählbarkeit gehört eben auch dazu. Je eindeutiger und überschaubarer ein Ereignis ist, desto besser ereignet es sich als Nachricht. Und wenn man über nosokomiale Keime und Septitiden spricht, dann ist das viel weniger übersichtlich und man kann das schlecht erzählen, weil man auch darüber noch zu wenig weiß und nicht das eine Ereignis hat. Ferner wirkt sich die persönliche Betroffenheit, die ein Ereignis auslöst, positiv auf den Nachrichtenwert aus, der noch gesteigert wird, je mehr ein Ereignis mit vorhandenen Vorstellungen und Erwartungen übereinstimmt. Wenn sich dabei noch überraschende Momente ergeben und das Ereignis über eine gewisse Dauer berichtet werden kann, erhöht sich die Chance, dass es auch weiter berichtet wird. Und nicht zuletzt spielt es auch eine Rolle, ob das, was berichtet werden soll, positiv oder negativ bewertet wird. Dabei ist augenfällig, dass eine Nachricht umso stärker in den Medien betrachtet wird, je mehr sie auf Konflikt, Kontroverse, Aggression, Zerstörung oder Tod bezogen ist. Alle lieben sich, ist keine Nachricht. Balance, Ausgleich, eine Variation des Nachrichtenbilds, das wirkt störend oder langweilt. Der Skandal um die skandalisierten Erkrankungen bestimmt am Ende des Tages auch die Maßnahmen öffentlicher Gesundheitssicherung. Man nennt das, wissen Sie ja alles, Agenda-Setting. Und auch die Maßnahmen öffentlicher Gesundheitssicherung folgen nicht immer rein krankheitslogischen Kriterien. Auch sind sie nicht rein wissenschaftslogisch, sonst wären sie ja Wissenschaft, sie sind aber Politik, also
Sie müssen ja öffentliches Handeln sein. Und dabei bildeten und bilden akute und bedrohliche Seuche die herausragenden Argumentationsfiguren, um öffentliche Gesundheitsleistungen zu diskutieren, aber eben auch durchzusetzen. Seuchen können zwar, müssen aber keinesfalls immer die häufigsten oder gar schwerwiegendsten Gefahren für die öffentliche Gesundheit sein. Sie können aber dem öffentlichen Gesundheitswesen dienen, Dinge in Angriff zu nehmen, die vielleicht ja, als notwendig empfunden worden sind, aber lange nicht in Angriff genommen worden sind. Dazu gehört bei der Cholera natürlich die Kanalisation der Städte, die sehr teuer ist. Und dazu gehört die aktuelle Debatte, zumindest in Deutschland, um das gesamte öffentliche Gesundheitswesen und die Gesundheitsämter und ihren Zustand. Das heißt, die Skandalisierung kann auch umgemünzt werden in gesundheitspolitisches Handeln. Und oft, das haben wir auch von Eberhard Wolf gehört oder es angedeutet werden, richtet sich die Aufmerksamkeit auf gesellschaftliche Prozesse, die häufig schon im Gange sind. Also ich will damit nicht sagen, dass Corona eigentlich was anderes adressiert, was in der gesellschaftlichen Debatte schon war, aber es bezieht viele seiner diskutierbaren Aspekte daraus, dass es als Ventil dient, auch Dinge zu adressieren, die vorher langweilig waren. Skandalisiert werden dabei Krankheiten in Arenen der Auseinandersetzung, in denen, darauf will ich mit diesem Beispiel des öffentlichen Gesundheitswesens hinaus, Ordnung stabilisiert oder destabilisiert wird. Also Ordnung, die stabilisiert oder destabilisiert wird und wo das passiert, das sind die Arenen der Auseinandersetzungen. Nachrichtenwert und Handlungsdruck bezieht einen Teil des Skandals dabei, und das kommt jetzt, komme ich zur Invektivität und meiner These, aus der Invektivität. Also Handlungsdruck, Nachrichtenwert, alles das wird getriggert durch Invektivität. Und was ist Invektivität? Invektivität, habe ich eingangs gesagt, ist ein Neologismus. Und das ist ein Neologismus, den ein Sonderforschungsbereich in Dresden entwickelt hat, in dem viele geschätzte Kolleginnen und Kollegen arbeiten und von denen ich das Konzept jetzt geborgt habe. Wobei, nein, eigentlich habe ich sie gefragt und sie haben es mir geschenkt, aber nicht exklusiv. So. Und was ist damit gemeint? Eigentlich kommt es von der Schmährede, eine alte wissenschaftliche Auseinandersetzungsform. Zumindest in der frühen Neuzeit wimmelte es nur so von Schmähschriften, waren es. Die Schmährede kommt natürlich aus der Antike und der Politik. Es geht um die Beleidigung, Verletzung, Kummer, Schaden zufügen. Und es geht bei der Invektivität um Phänomene der Schmähung und Herabwürdigung und der Beschämung und Bloßstellung. Wichtig dabei ist, dass es nicht nur um die Form geht, sondern auch um die Dynamiken und Konstellationen der Herabsetzung. Das heißt, wie wird beleidigt, ist das eine, aber das andere ist, wann ist eine Beleidigung, wann fühlt sich jemand modern gedisst und was gehört noch zur Beleidigung dazu, außer die Form. Und hier spielt vor allem das Publikum eine Rolle. Bei den Ordnungen knüpfen invektive Akte oft an Zuschreibungen an, die ethnische, nationale oder religiöse Zugehörigkeiten, soziale Positionierung, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder das andere für die Konstruktion von Identität wichtige heranziehen, als Kategorisierungsform der Beleidigung. Ich habe vorhin das Beispiel bei Agamben gebracht mit dem Vorwurf der Dummheit. Aus der sozialen Positionierung als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin ist der Vorwurf der Dummheit einfach dann eine Beleidigung. Und all die anderen von genannten Formen, sexuelle Orientierung, Geschlecht und so weiter, das kennen Sie, glaube ich, aus der Alltagswelt auch. Und invektive Akte wirken dabei als Störungs-, Stabilisierungs- und Dynamisierungsmomente sozialer Ordnung. Und das ist das Spannende an diesem Dresdner Konzept, dass es auch nach dem Produktiven fragt. Also was kann so eine Invektive vielleicht auch stabilisieren und produktiv hervorbringen? Und dabei basiert die
Genau. Basiert das Konzept auf der These der Polemogenität und Konflikthaftigkeit sozialer Ordnungen und nimmt dabei auch die integrative und desintegrative Seite von Kultur und ihren Grenzziehungsoperationen in den Blick. Als Illustration habe ich hier was, einen Twitter-Fund von meiner Kollegin Silke Fehlemann mal gebracht, eine schöne moderne Grafik, wie die Syphilis genannt wurde, bevor sie Syphilis genannt wurde, kennen Sie alles. Aber was passiert da eigentlich? Da wird nämlich die Ordnung stabilisiert und gleichzeitig wirkt sie mit Blick auf den europäischen Raum desintegrativ. Und das haben wir nicht nur bei Syphilis, sondern das haben wir bei Corona auch. Nehmen wir zum Beispiel die sogenannte britische Mutante. Was passiert mit dieser britischen Mutante? Sie wirkt desintegrativ, abgrenzend, aber vor dem Hintergrund des Brexit-Diskurses bekommt diese Invektive, Mutante als Invektive, britische Mutante, eine zweite Schicht der Bedeutung. Und das Invektive wirkt für Kontinentaleuropa als Selbstbestätigung, dass irgendwie man mit dem Brexit nichts verloren hätte. Das ist eine Interpretation, die ich da jetzt bringe, das sagt so keiner, aber wenn man diese Invektive genauer untersucht, kann man sie so begreifen. Ebenso einfach waren die Stereotypen in der Debatte, die am Beginn der Pandemie standen, die sich vor allem gegen China richteten. Hier ein Spiegelcover Made in China, das eben damit spielt, auch einmal die Invektive gegen China richtet, als Urheber des Virus zu fungieren und gleichzeitig wird die Globalisierung kritisiert. Und das ist eine, ein invektives Format, Warnfarbe zum Beispiel. Wenn man jetzt nach China guckt, ähnlich spannend wird Europa invektiviert als gestrig, das alte Westerwelle-Wort von der spätrömischen Dekadenz findet man in anderer Form im chinesischen Twitter, wenn man dort den Blick nach Europa richtet. Und diese Stigmatisierung findet sich zum Beispiel auch konkret. Ich habe hier mal, was ein chinesischer Zensor zu Aussagen in Artikeln sagt. Wenn zum Beispiel geschrieben wird, Covid-19 in selected countries and regions werden untersucht, China, Taiwan, South Korea, dann wird als integrative Form, also kulturintegrative Form aus chinesischer Sicht, eben vom Zensor geschrieben, dass da several sentences, a diagram sind, that juxtapose Hong Kong and Taiwan with countries and misidentifies Taiwan as country, which is a serious mistake. Und serious mistake ist eine wissenschaftliche, im wissenschaftlichen Kontext eine Invektive. Oder ebenso schön, according to the state of knowledge, at the end of March, COVID emerged in November in Wuhan and was passed on to humans, stand in dem Manuskript. Und die Invektive ist dann blaming China for the outbreak of the epidemic. Also man fühlt sich durch diesen Satz beleidigt und beleidigt zurück, is a serious mistake. Und da sieht man solche Dynamiken des Invektiven sehr schön. Aber man muss nicht nach China und Deutschland gucken, um auch diese Spirale zu sehen, der gegenseitigen Beleidigung. Das Invektive zeichnet sich eben auch durch eine Spirale aus. Man kann auch in den deutschen Sprachraum gucken. Und wenn hier die eher protestantisch orientierte Neue Züricher Zeitung über den Ausbruch von Covid in Deutschland schreibt, dann gibt es da mehrere ganz wunderbare Artikel, die sehr deutlich das katholische Rheinland und den katholischen Karneval für den Ausbruch in Zentraleuropa verantwortlich machen und das eben auch in Form der Invektive. Das hat nichts mit dem Vortrag zu tun, aber man sieht auf solchen Deutschlandkarten, finde ich, immer wieder toll, und das ist einer historischen Untersuchung wert, wie Ostdeutschland, die ehemalige DDR, eigentlich als Zombie immer noch durch die Gazetten wandert. Also Saarland und die ehemalige DDR, da liegen offensichtlich, natürlich liegen Daten vor, aber das war den Zürichern, das finden sie immer wieder. Und auch das ist eine Invektive. So,
Aber zurück zu der Covid-19-Invektive. Spannend ist als letzter Punkt zu dieser integrativen und kulturintegrativen und desintegrativen Kraft auch, dass oft das andere das Momentum ist, über das Kulturinvektiv geschaffen wird. Als Robert Koch während der Cholera in Hamburg ist, soll er gesagt haben, meine Herren, ich vergesse, dass ich in Europa bin. Ich habe noch nie solche ungesunden Wohnungen, Pesthöhlen und Brutstätten für jeden Ansteckungskeim angetroffen wie hier. Und das ist eine doppelte Invektive, die gleichzeitig noch das andere auch wieder konstruiert. Beleidigt wird Hamburg, aber wie passiert das? Dadurch, dass man alles außerhalb Europa noch schlimmer macht. Und heute Morgen habe ich aus der österreichischen Presse, oder das war die deutsche Presse über Österreich, das schöne Wort vom Wuhan Europas gehört. Und das Wuhan Europa folgt genau diesem Muster. Das heißt nämlich die Konstruktion, die Beleidigung über die Konstruktion des anderen. Und hiermit hat man eigentlich eine interessante Form des Dreiecks-Othering. Irgendwie sind die uns noch näher als die anderen und Subtext, die sind noch schlimmer. Neben diesen Formaten wird das Invektive, ich sagte es bereits, immer auch als kommunikativer Modus aufgefasst, in dem Konflikte performativ erzeugt, dynamisiert und transformiert werden. Kommunikation, Performativität und mediale Arrangements so eines Kommunikationsgeschehen können dabei, das ist die Idee, neue Konflikte evozieren, also zum Beispiel auch durch spontane, eher verletzende Äußerungen. Auch können bestehende Konflikte eskaliert werden, latente Konflikte können expliziert werden, wie das schöne Beispiel mit dem Blick von Wien oder Norddeutschland auf andere Regionen von Österreich als Wien, so. Die Transformation der Konfliktebene kann am Ende sowohl eskalieren als auch deseskalieren. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel. Konflikte können dadurch auch agonal werden durch die Kommunikation, etwa wenn man ritualisierte Rededuelle hat oder ritualisierte Talkshow-Formate, in denen die Invektivität nicht mehr neue Konflikte evoziert, sondern irgendwie agonal wird. Und hier kommt ein letztes Moment der Invektivität hinein, was ganz wichtig ist. Zur Invektivität als Konzept gehört immer auch neben dem Invektierten und den Invektierenden ein Publikum, das die Beleidigung aufnimmt, weiterspinnt und perpetuiert. In der Dresdner Terminologie wird das Anschlusskommunikation genannt und ist als wichtiges Element des Invektiven formuliert worden. Erst wenn ein Publikum dabei ist, das über das, was passiert ist, potenziell oder tatsächlich reden kann, dann ist eine Invektive richtig effektiv. Also wenn man einem Wissenschaftler dumm vorwirft, als anderer Wissenschaftler im bilateralen Gespräch auf dem Klo, und dann sagt, das ist ja wie der Besinnungsaufsatz eines 17-jährigen Studenten, dann ist das keine Invektive. Aber wenn andere Leute drumherum stehen, dann wird es, das ist damit gemeint, eine Invektive. Und das haben wir bei Corona, bei der Debatte um Corona ganz deutlich. Wir haben das aber auch in anderen Feldern. Und ich gebe Ihnen hier ein Beispiel aus der Political Correctness, um daraus in Corona reinzugehen. Der Begriff der Political Correctness hat genau diese Karriere der Invektivität übers Publikum mitgemacht. Eigentlich mal entstanden, also ganz ursprünglich in der Revolution in der Sowjetunion, als das, was man sagen darf, von Lenin formuliert, ist die neue Form der Political Correctness eigentlich ein Versuch gewesen, Antirassismus zu verankern und Minderheitenschutz zu betreiben. Und in invektiver Absicht hat die eher politisch Rechte, dieses aus der eher politisch Linken stammenden Begriff, aufgenommen und lächerlich gemacht durch Begriffe wie Gutmenschen als Invektivität, also das eigentlich Gute ins Gegenteil verkehrt, und zum Beispiel von der Vergewaltigung der Sprache gesprochen.
oder lächerlich gemacht, indem grammatikalischer Unsinn geschaffen wurde, wie die Toten, ich muss bald von den toten Studierenden auf dem Platz des himmlischen Friedens sprechen, was also Unsinn ist. Studierende können entweder studieren oder tot sein. Das wird aber wieder reimportiert und die Spirale geht weiter und man findet dann Sätze wie whoever remasculinizes language is also a racist. Und diese Spirale über Anschlusskommunikation, das ist gemeint und die ist fast hyperbolisch. Und da wieder, wenn man die Debatte um Covid anguckt, da findet man diese Spirale immer wieder. Auf der einen Seite ist die Rede von Lügenpresse, schlafscharfen Merkel-Diktatur in Deutschland und auf der anderen Seite stehen die Covidioten, Wirrköpfe, Verschwörungstheoretiker und Putin-Anhänger. Sehr interessant dabei ist, dass auch Geschichte selbst als invektives Potenzial genutzt wird und hier die Grenzen, nein, das ist jetzt sehr heikel, wenn ich sage, die Grenzen zwischen rechts und links verschwimmen, das will ich gar nicht sagen. Interessant ist, dass die eher rechte Narrative aufgreift, die ja, rechte Politik historisch thematisiert haben. Also die totale Hygiene auf einer Corona-Demo, also die Geschichte als Invektive an die Gegenwart. Die Invektive unter Wissenschaftlern, auf die komme ich gleich noch. Ich möchte jetzt ganz besonders mit dieser Anschlusskommunikation und dem Ablauf kurz auf die Kinder eingehen, auf die ich eingangs hingewiesen habe. Denn mit Blick auf die Kinder hat schon die Risikokommunikation in Deutschland alleine als Invektive gewirkt. Das Bundesministerium des Inneren hat Ende März, Anfang April, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 2020 ein Papier in Umlauf gebracht in den Ministerien. Das hieß, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen. Und auf Seite 13 heißt es, bei den Schlussfolgerungen für Maßnahmen und offene Kommunikation Worst-Case-Szenario verdeutlichen. Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Und dann kommt es in der invektive Akt. Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden, das ist falsch. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Wo steckt hier das invektive Potenzial? Das heißt, die Fokussierung der Treiberschaft der Pandemie auf die Kinder, die zu dumm sind, sich die Hände zu waschen. Auch hier in dem Dokument findet man die historische Beleidigung. Außerdem sollte auch historisch argumentiert werden nach der mathematischen Formel 2019 gleich 1919 und 1929. Das ist der Wert der Geschichte nach dem Bundesministerium des Inneren. Ich hoffe, es hören nicht zu viele Leute zu, denn sowas darf man vielleicht gar nicht sagen. Aber es hat uns sehr geärgert, dieses Papier. Also das invektive Potenzial hat voll durchgeschlagen auf Emotionen und Affekt, die auch hier mit der Schuld adressiert wird, die ich als letztes ansprechen möchte, als Moment der Invektive, also neben der Anschlusskommunikation, die Emotion und Affekt. Doch lassen Sie mich zu den Kindern noch zwei, drei Worte sagen. Die Invektive gegen Kinder ging nämlich noch weiter und erinnert sehr an Ischgl. Im Frühjahr 2020 gab es nämlich eine Welle der Berichterstattung über sogenannte Corona-Partys, die Jugendliche feiern. Und in den Zeitungen hieß es, Polizei beendet Corona-Partys, Söder mahnt. Also der bayerische Ministerpräsident. Oder Jugendliche husten Senioren an und rufen Corona. Nicht nur die Polizei ist entsetzt. Ja, und so weiter und so fort. Und den Kindern wurde ein gar unbarmherziges Kalkül unterstellt. Es hieß, man wolle die Rente, den Alten den Spaß verderben. Weniger Alte bedeutet das nicht auch mehr Rente für mich und so weiter. Es wurde unterstellt, der Generationenkonflikt würde köcheln. Dieser Konflikt ist relativ schnell aus der Presse verschwunden. Und auch das ist das Invektive, was interessant ist, wenn es darum geht, dass Invektiven vielleicht auch Konflikte einhegen können.
Und genau dazu sind drei sehr interessante Theorien erfunden, von denen ich eigentlich keine gefunden worden, zu denen ich keine teile, die mir eher zeigen, dass das Invektive in dem Potenzial von Corona mit Blick auf Generationen noch nicht zu Ende ist. Nämlich die Deutungsansätze für eine überproportionale mediale Skandalisierung der Kindheit lauten, ich wähle nur drei aus, einmal die Jugendkritik als anthropologische Konstante, also Sokrates, dem hat er nie gesagt, aber dem ist unterstellt worden, er hätte die Jugend kritisiert, hat er ja eigentlich gar nicht, aber vor allem Cicero fällt einem da ein und. Also die Jugendkritik als anthropologische Konstante, damit ist der Konflikt beigelegt, denkt man, und die Invektivität geht trotzdem weiter. Die mediale Empörungswelle als moderne Moral Panic ist auch eine Erklärung, als Katalysator gesellschaftlicher Ängste vor Veränderung, Stigmatisierung, Abweichen des Verhaltens mit dem Ziel einer Wiedererlangung sozialer Kontrolle. Also Corona als Kränkung der Menschheit und man versucht die Kontrolle zurückgewinnen, indem man eine Gruppe der Kinder ausfindig macht. Oder die Wiederherstellung der moralischen Ordnung, das finde ich am besten, die durch Vorwürfe von Fridays for Future an die ältere Generation ins Wanken geraten sei. Und das sei der Angriff gewesen. Also lange Rede, kurzer Sinn, allein schon diese drei Erklärungsansätze zeigen, dass das invektive Potenzial dort noch nicht vorbei ist. Man kann aber Invektiven beenden, nämlich, und damit komme ich wieder zum Publikum, und damit auch den Skandal beenden, wenn das Publikum fehlt oder das Publikum nicht einsteigt. Bei der Berichterstattung über Kinder sieht man das so ein bisschen, die kamen in Wellen, Sie haben heute solche Kurven heute schon gesehen, immer ereignisbezogen, aber es flachte dann auch immer wieder ab. Also das Publikum hat es nur bedingt aufgegriffen. Und auch solche Familienbeleidigungen, Einkaufen ist kein Familienausflug, haben nicht genügend Publikum gefunden, als dass das wirklich die politische Agenda bestimmt hätte. Was noch zu analysieren wäre, ist, ob es nicht auch ein systematisches Agenda-Cutting gab, also dieses Thema der Kinder und Jugendlichen vielleicht gar nicht aufkommen zu lassen. Ich würde das so nicht unterschreiben, weil es immer geköchelt hat, aber da müsste man noch mal genauer in die Medien machen, gucken, was ich jetzt nicht gemacht habe. Invektiven breiten sich pandemisch aus, wie man Invektiven wunderbar eindämmen kann, haben Robert Koch und Pettenkofer gezeigt. Unter Wissenschaftlern spielt die Einbeziehung des Publikums, ich habe es an dem Beispiel mit gerade ja schon gesagt, eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Als nämlich Max von Pettenkofer die Herabsetzung Robert Kochs inszenierte, indem er die Bakteriologen demütigen wollte, indem er im Selbstversuch Cholera-versetztes Wasser getrunken hat, da hat das Publikum zwar den Atem angehalten, so denkt man, und Pettenkofer hat in dem Artikel darüber noch eine verbale Herabsetzung gebracht, als letzte Worte. Nämlich er sagte am Ende, ach, wie einfach wäre doch alles, wenn ich Kontagionist wäre. Also wieder der Vorwurf der Dummheit. Doch Koch hat einfach nicht auf die Beleidigung reagiert. Er hat also die Herabsetzungsschleife, die Invektive, nicht weiter bedient. Damit war das vorbei. Und man könnte jetzt meinen, dass Christian Drosten diese Geschichte sehr genau gelesen hat, als die Medien versucht haben, da so eine Auseinandersetzung zu inszenieren zwischen verschiedenen Virologen. Es wurde so inszeniert, es gäbe das Team Drosten, das Team Streeck. In den sozialen Medien wurden Äußerungen der Protagonisten gegeneinander gestellt und Drosten hat sich dem einfach entzogen und eine Wissenschaftssendung auf dem NDR gemacht. Also auch das ist ein Beispiel, auf der einen Seite, wie die Dynamik entstehen kann und durchbrochen wird. Und jetzt komme ich zum letzten, nämlich den Emotionen und Effekten, die ich angesprochen habe, was die bei der Invektivität zu suchen haben. Es steht im Raum, ob wir bei der Corona-Pandemie eine neue Moralisierung des Diskurses erlebt haben. Und ich würde vielleicht gar nicht so sehr von Moralisierung und Radikalisierung reden, sondern eher von einer Emotionalisierung, die ähnlich dem Political Correctness Ablauf folgt oder Muster folgt, das ich gezeigt habe. Nämlich diese Moralisierung sieht man am besten im Bezug auf Scham und Schuld. Die Emotionalisierung sieht man dort, nicht die Moralisierung, die Emotionalisierung, Scham und Schuld als Emotionen.
Wenn die Stadt Berlin hier mit dieser Werbung an den Start gegangen ist, der erhobene Zeigefinger für alle ohne Maske, dann geht es hier um Scham, Beschämung durch den Zeigefinger, der ja eine sehr explizite Bedeutung hat, Beschämung. Und hier zum Glück setzen viele Menschen eine Maske auf. Gemeinsam halten wir uns an die Corona-Regeln, soll auch Scham und Schuld, also hier die Beschämung, da eher die Schuld, wenn man es nicht macht, erzeugen. Ich kann hier im Moment nicht tiefer einsteigen. Ich würde also eher von dem Invektiven eher die Emotionalisierung und die Affektisierung sehen, während die Moralisierung vielleicht eher was Rationales versucht zu bedienen. Damit komme ich zum Schluss. Ich konnte bis jetzt vor allem Zustandsbeschreibungen bringen und wie heute Morgen gesagt wurde, mehr beschreiben als erklären und verstehen. Beschreiben und erklären als verstehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Denkfigur des Invektiven mit der Ordnung der Herabsetzung und der Dynamik der Herabsetzung sehr wohl helfen kann, pandemisches Geschehen, das habe ich versucht am Anfang zu sagen, sowohl in der medialen als auch in der politischen Bearbeitung zu verstehen, was dort eigentlich passiert, auch im politischen Handeln und im medialen Handeln. Spannend wird es hier dabei noch, was ich jetzt gar nicht gemacht habe, wenn man die Grenzbereiche zu Kritik, Humor und Gewalt anguckt. Kritik, wie entschärfe ich eine Invektive, indem ich sage, oh, habe ich doch gar nicht böse gemeint, das war doch nur eine konstruktive Kritik. Aber wo ist die Grenze? Das Publikum ist das eine, aber da kann man noch mehr ausloten. Beim Humor haben wir es ganz deutlich gesehen, bei diesen Schauspielerinnen und Schauspielern, die versucht haben, humorvoll die Politik zu kritisieren. Und diese Satire ist eindeutig nicht als Satire begriffen worden, sondern gleich ins Lager der Invektive gewandert. Und wo ist da die Grenze? Sehr, 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 sehr spannend, vielleicht unpassend, aber mich würde sehr interessieren, wie in Österreich die Kritik in deutschen Fernsehsendungen an Österreich gesehen wird, ob das Satire ist oder Invektive. Anderes Thema, aber hier sieht man, und das ist das Letzte vor allem, dass ich glaube, die Grenzziehungsoperationen, die in der Invektivität stecken, wenn wir die genauer verstehen und in den Blick nehmen, welche Ressourcen invektives Geschehen performativ ermöglichen, verstetigen, befeuern, eindämmen, neu organisieren, repräsentieren, dann verstehen wir vielleicht noch besser, was eigentlich uns in der Gesellschaft mit Covid und all seinen Normen und Moralbezügen passiert ist, wie viel Narratives aus der Vergangenheit in der Covid-Debatte steht und wie wir davon auch emotional angegriffen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Uiuiui, jetzt habe ich so lang geredet. Es ist ganz perfekt, lieber Heiner Fangerau. Nur 3 Minuten überzogen. Sensationell. Ich habe noch keine Fragen auf meinem Display. Wie sieht das aus? Ist das richtig? Okay. Dann darf ich selbst mit einer Frage beginnen, nachdem mein Publikum jetzt, glaube ich, noch ein bisschen geflasht ist und ein bisschen nachdenken muss über das, was du alles uns da jetzt gesagt hast. Wir haben schon kurz vor deinem Vortrag mit Eberhard Wolf im Freien gesprochen. Was bringt dieses Konzept der Invektivität oder dieser Kränkung, um Corona besser zu verstehen? Wo würdest du den Zugewinn denn sehen, wenn man diese Pandemie und wie damit umgegangen wird, über diesen Zugang versucht zu erläutern? Den einfachen Zugewinn sehe ich in der Ordnung der verschiedenen unterschiedlichen Qualitäten, die auch interdisziplinär mit Bezug auf Corona untersucht werden. Also zum Beispiel den Aspekt der Emotionen,
den Aspekt der wissenschaftlichen Auseinandersetzung und Unsicherheit. Man kann über dieses Konzept verschiedene Diskursbereiche, die alle betrachtet werden, bündeln. Das wäre der einfache Zugriff. Den anderen sehe ich tatsächlich darin, dass die Stabilisierung und Destabilisierung, erst Destabilisierung und in der Idee, wenn die Krise einst überwunden ist, Stabilisierung der Ordnung, mit dem Konzept der Invektivität noch ein weiteres Erklärungsmodell bekommt, wenn man es nämlich begreift als Schüren und Einhegen von Konflikten mit dem ganzen dynamischen Potenzial. Ich habe so lange über die skandalisierte Erkrankung gesprochen, und das ist der letzte Punkt. Es hilft uns vielleicht auch zu erklären, neben all den anderen Ansätzen wie Unwissenheit, persönliche Betroffenheit und so weiter, warum manche Erkrankungen so sehr in den Fokus geraten, neben allen epidemiologischen Erkrankungen, auch wenn sie noch gar nicht das ganze epidemiologische Potenzial, was sie theoretisch haben, ausgeschöpft haben. Und ich finde den Blick, also wenn man das so sagt, steht leicht der Eindruck, ich würde sagen wollen, Covid sei nicht so schlimm wie Krebs. Wenn jemand krank ist und an irgendwas stirbt, dann ist es völlig egal, woran die Person stirbt, das ist immer schlimm. Deshalb bleibe ich da mal bei der Cholera. Wenn wir über Cholera sprechen, ist ja selbst historiografisch, das habe ich versucht zu sagen, der Eindruck, das sei die schlimmste Erkrankung des 19. Jahrhunderts gewesen. Oder wenn man ein bisschen weiter guckt, kommt die Tuberkulose, und für die stimmt es dann sogar schon ein bisschen mehr. Aber über die Tuberkulose ist auch viel geschrieben worden, aber nicht so viel wie über die Cholera. Muss ja auch gar nicht sein. Aber irgendwas scheint die Cholera eben besonders spannend zu machen. Und das sehe ich neben, also ich würde weniger sagen, dass es die moralischen Aspekte sind wie bei AIDS, sondern es ist das Invektive. Und das ist der Mehrwert. Dass dieses Invektive das ist, was uns in der Gesellschaft antreibt, ordnet und sortiert. Darf ich noch einen letzten Satz sagen? Ja, klar. Wir schreiben ja als Historikerinnen und Historiker super gern Konfliktgeschichten. Und ich glaube, das ist ein weiteres Erklärungsmoment, wo die Stärke der Invektive liegt. Wie enttäuscht man ist, wenn man an diesem großen Aktenberg sitzt und denkt, jede Akte ein Skandal. Und dann blättert man das durch, und da gibt es nicht die kleinste Form von Invektive. Das ist so ein Moment, das zeigt, was für ein Potenzial dann auch an Produktionskraft in der Invektive steckt. Ja. Dankeschön. Ich schaue ins Publikum. Oh, da gehen die Hände jetzt gleich hoch. Ich darf gleich mit Ulrike Danzer beginnen. Bitte schön. Vielen herzlichen Dank für diesen interessanten Vortrag. 1873 ist die Cholera in Wien ausgebrochen. Es war die Wiener Weltausstellung. Der Börsenkrach ist ebenfalls zeitgleich gewesen. Und das waren die Satireblätter voll mit Karikaturen, mit Zeichnungen und so weiter. Und ich denke, Ihr Konzept und auch wie Sie dann Richtung Humor, Satire und so weiter gehen, würde sich sehr gut anbieten, das sozusagen zurückzublenden auf 1873. Und da denke ich, gibt es auch dann eine Entwicklung oder eine Veränderung, was den Satirebegriff anbelangt, was die Ironie anbelangt. Also Political Correctness ist 1873 zumindest in den Wiener Zeitungen kein Thema. Also insofern würde sich hier sehr, sehr vieles, denke ich, vergleichen lassen, und das fand ich sehr, sehr anregend. Und natürlich hat sich die mediale Landschaft noch einmal stark verändert, und man müsste sich noch einmal auch anschauen, wie gerade was die österreichische Satire-Kabarett-Szene anbelangt, wie die sich jetzt mit Corona auseinandersetzt, inwiefern es hier Veränderungen gibt. Aber auf jeden Fall denke ich, dass diese ganz große Bandbreite, die man ja über Anno jetzt sehen kann, es ist ja alles digitalisiert, dass man hier sehr, sehr interessante Parallelen und Unterschiede herausarbeiten kann. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank für die
Anmerkung. Dazu vielleicht, das habe ich gerade nicht so deutlich gemacht, die Arenen, die Orte der Auseinandersetzung, Wien, Berlin, das spielt auch für das Invektive eine große Rolle. Also an der Formensprache habe ich es ja zeigen können, es spielt eine große Rolle, ob man China oder Europa ist, aber auch die Form der Auseinandersetzung wird durch die mögliche Arena bestimmt. Wenn man sich einfach nur mal vor Augen hält, das war ein Teilprojekt in dem Dresdner SFB, was im Fußballstadion alles sagbar und schreibbar ist, was auf offener Straße schlicht und einfach unmöglich ist. Also die Arena definiert das eben auch. Es gibt einen Fußballverein, der von einem Softwarebesitzer geleitet wird, der hat Prozesse geführt, damit er nicht mehr beleidigt wird von anderen Fans. Und da ist wirklich das Argument, aber komm, ist Fußball. Also sagen die Fans. Also ja. Also genau da kann man nochmal wunderbar hingehen. Vielen Dank für den Hinweis. Danke. Dirk Rubner. Ja, vielen herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Mir schwirren jetzt auch so viele Dinge im Kopf rum. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sortiert bekomme, aber weil du dann auch noch die Tuberkulose angesprochen hast, oder? Die Tuberkulose umweht ja auch, ich meine, es ist ja nicht so, dass sie nicht präsent ist in der Literatur und so, oder? Aber sie umweht ja so ein anderes romantisches Flair, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Also man könnte die Frage stellen, warum wird die eine Krankheit gewissermaßen so benutzt, wie auch gezeigt etwa am Beispiel von HIV oder so, gegen bestimmte Gruppen gewendet, ausgeschlachtet, als Kränkung gewissermaßen benutzt, so verstehe ich das, oder dieses Argument mit der Invektive. Genau. Und warum gibt es andere, die anders gewissermaßen eingesetzt werden, medial, oder? Also bei der, man müsste das nochmal, nehme ich an der Literatur auch genauer überprüfen, aber Tuberkulose scheint mir so ein Fall zu sein, oder? Das funktioniert anders, oder? Da gibt es so eine romantische Aura um die Krankheit möglicherweise. Und auch den Begriff der Kränkung könnte man ja unterschiedlich verstehen, oder? Also im Sinne eben einer, wie auch gesagt, also einer inszenierten Kränkung, die auch nur vor dem Publikum funktioniert. Man könnte auch sagen, oder die Menschheit insgesamt versteht diese Epidemie als eine Kränkung, oder? Also wir sehen gewissermaßen unsere Fragilität, die Fragilität unserer Gesellschaft, auch der Globalisierung, wie alle diese Dinge, die wir technisch zusammengezimmert haben, gewissermaßen kollabieren vor diesen Mikroben und so weiter. Ne? Also das ist aber nochmal da ist eine andere Form der Kränkung im Spiel, als die medial dann gegen bestimmte Gruppen inszeniert wird. Danke, Silke Fehlemann und ich hatten vorher länger darüber gesprochen und hatten auch noch eine ganz andere Ordnung des Vortrags überlegt, nämlich genau entlang der Kategorisierung einmal die Krankheit selbst als Kränkung, Kränkung in der Wissenschaft und Kränkung im interkulturellen Austausch. Wir haben uns dann entschieden, lieber über die Ordnung und Stabilisierung zu gehen und das andere als Beispiele zu nehmen. Aber genau dieses Momentum der Krankheit selbst als Kränkung steckt schon im Begriff. Die findet sich ja auch bei der Cholera. Bei Heinrich Heine ist am Ende des Tages ja sogar die Krankheit selbst gekränkt. Also schreibt so sinngemäß, um das Ridikül, dass die Leute lachen und Karneval feiern, nicht über sich ergehen zu lassen, kommt die Cholera zurück. Also so, auch das Kränkungsmoment ist damit drin. Und mit der Tuberkulose, da haben viele Kolleginnen und Kollegen viel Klügeres geschrieben, als ich jetzt sagen kann. Das Phänomen bei der Tuberkulose ist, dass es da mindestens zwei Gesichtspunkte gibt. Und das eine ist das Kränkende. Die Tuberkulose als Krankheit der Unterschicht oder des anderen, im Moment das, was im Osten ist, wir haben das lang überwunden, das ist das Narrativ. Und auf der anderen Seite, in der Literatur, Tuberkulose als Krankheit der verfeinerten Kultur im Fond des Siècle. Und dieses Moment könnte man auch sehen, oder dieses Modell der Tuberkulose, um die Kränkung durch die Tuberkulose oder die damit verbundene Kränkung, Unterschichtkrankheit, nicht geschehen zu lassen. Aber das wäre so eine
einfache, aus der Invektivitätsperspektive erfolgende Möglichkeit zu erklären, warum bei Thomas Mann die Tuberkulose auch tödlich ist, aber irgendwie schön und also ästhetisch gar. So wird es ja geschildert, wenn das Röntgenbild gezeigt wird. Und andersrum, wenn es über die Tuberkulose im Osten der Welt geht, wird entweder gar nicht drüber gesprochen oder es wird als Invektive benutzt im Sinne eines Othering. Ich erinnere mich noch an die 80er Jahre. Ja, egal. Ja, es ist interessant, dass er das mal ganze Habilitationen gegen diese romantische Krankheit anschreiben muss und es aber einfach nicht... Genau. Du hast dich also angesprochen gefühlt, als ich das gerade gesagt habe. Danke für die gute Zusammenfassung. Darf ich da weiterfragen? Eberhard von Michaela Ralser, war das richtig oder habe ich mich getäuscht? Nein, ich aber nicht. Gundula Ludwig, ja gut. Bitte schön, Gundula Ludwig zuerst. Ja, also erstmal auch von meiner Seite vielen, vielen Dank für den wahnsinnig spannenden Vortrag. Mir geht es ein bisschen ähnlich, dass jetzt noch alles im Kopf rattert und es schließt, glaube ich, nochmal ganz gut an, weil ich würde auch nochmal die Frage der Kränkung aufnehmen und ich meine, Sie haben das ja eh auch so ein bisschen vorsichtig gesagt, aber ich finde, das ist ja nicht eine Kränkung der Menschheit, sondern das ist, ich würde das eher, also ich finde, das ist eine Kränkung eines, naja, eurozentrischen Phantasmas, Kontrollphantasmas und auch, ich habe das mal selber in einem Aufsatz, androzentrisches Souveränitätsphantasma auch genannt, weil ich finde, da verschränkt sich ja nochmal ganz viel von eben oder andersrum, das hat ja eine Genealogie, diese Vorstellung, dass man Natur kontrollieren kann, dass man alles so, also dass man eigentlich auch Krankheiten kontrollieren kann, dass man letztendlich das Leben kontrollieren kann. Deshalb würde ich da, glaube ich, nochmal so quasi das ein bisschen irgendwie anders rahmen. Und ich finde, man sieht es ja jetzt auch ganz konkret politisch, die Diskurse jetzt gerade in Österreich oder wo schon wieder alle von der, ich glaube zum 123. Mal vom Ende der Pandemie sprechen. Aber das ist ja nur ein Ende der Pandemie, wenn wir auf die Impfquoten im globalen Norden schauen. Also ich finde, da müsste man noch mal so ein bisschen das auch irgendwie aus einer intersektionalen Perspektive vielleicht noch mal ein bisschen anders rahmen. Das ist so das eine. Und das andere, da wollte ich noch mal, ich finde das total interessant, was Sie alles gebracht haben. Gleichzeitig fand ich dann, also, aber da ist vielleicht die Frage, ob die das in Dresden auch noch mal ein bisschen ausgearbeitet haben, weil Sie das jetzt ganz, also die Frage der Anschlusskommunikation, ja. Das würde ich, liegt vielleicht auch an meinem Hintergrund in der politischen Theorie, noch mal stärker machttheoretisch unterfüttern, weil ich finde, das ist ja nicht nur so, okay, welches Publikum nimmt es auf, welches nicht. Und ich finde gerade jetzt nach dieser Figur der Corona-Jugend gab es ja dann, oder gibt es eigentlich irgendwie seit Sommer, seit letztem Jahr eigentlich schon auch diese Figur der bedrohlichen migrantischen Community, die zuerst nach Hause fahren, dann die Krankheit wieder mitnehmen, die Raten deshalb erhöhen oder jetzt, also gerade jetzt auch in Deutschland, die ganzen Debatten um die Problemzonen und warum ist die Impfquote bei, unter Anführungszeichen, den Migranten, unter Anführungszeichen, nicht hoch genug und. Und da gibt es ja auch mittlerweile schon viel mehr rassismustheoretische Kritiken, weil man da ja eigentlich auch ein ganz altes Narrativ nochmal aufwärmt, wo eigentlich Leute, die mehr Schutz bräuchten, weil zum Beispiel die Wohnverhältnisse nicht so gut sind, eigentlich letztendlich zu RisikoträgerInnen umgerahmt werden, wie das jetzt unter anderem Jean Haridewan oder so gesagt. Genau, also ich glaube, meine Frage ist so, gibt es in Dresden oder bei Ihnen jetzt irgendwie so quasi nochmal ein bisschen eine machttheoretische Unterfütterung in dieser Dimension der Anschlusskommunikation? Ja, ich fange mit dem zweiten an. Also die Anschlusskommunikation ist ein Zentralstück, das habe ich versucht zu zeigen, der Invektivität. Was ich unterschlagen habe, ist, dass die Frage, wie diese Anschlusskommunikation einsetzt und wie sie auch fortgeführt wird und wer die Macht hat, sie anzustoßen und zu beenden, ganz wichtig ist, um Anschlusskommunikation zu verstehen. Ich habe jetzt ein Beispiel gebracht mit Pettenkofer und Koch, wo Koch die Macht hatte, die Anschlusskommunikation gar nicht erst aufkommen zu lassen, indem er nicht geantwortet hat und der Pettenkofer-Artikel mehr oder weniger verpuffte. Vielleicht hänge ich mich da zu weit aus dem Fenster, aber in der aktuellen Debatte hatte Drosten offensichtlich genug Macht, nicht nur, um sich gegen ein deutsches Boulevardblatt zu behaupten,
das sonst den Diskurs mit seiner Macht bestimmt, sondern auch die Anschlusskommunikation innerhalb der Virologie einfach zu beenden. Machtfaktoren können dabei natürlich oder sind dabei, wie wenn man die Debatten anguckt, medial zu verorten, politisch zu verorten und natürlich, wie Sie sagen, gibt es da immer verschiedene tradierte Diskurse und Narrative, die dann dienen, die Anschlusskommunikation zu befeuern oder eben nicht. So ein bisschen habe ich das aufscheinen lassen mit den drei Modellen, die erklären wollen, warum die Kinderdebatte überhaupt aufgekommen ist und dann wieder eingeengt worden ist. Also die Anschlusskommunikation ist, man muss sie nicht nur diskurstheoretisch verstehen, aber das ist ein extrem starkes Moment in der Debatte über die Anschlusskommunikation. Zur ersten Frage, das finde ich persönlich ungeheuer spannend, dass sich, also Sie haben völlig recht, es ist nicht eine Kränkung der Menschheit, sondern es ist eine Kränkung der Idee, Krankheit beherrschen zu wollen. Und mitten aus dieser synthetischen Biologie wird man herausgerissen und zurückgeworfen auf irgendwas Atavistisches. Hände waschen, lüften. Das war die Beleidigung der Wissenschaft. Und das ist vor allem deshalb so invektiv, weil es zurückgreift auf Szenarien, die sonst eigentlich in der Literatur und im Film behandelt werden. Mit dem Aufkommen der Idee, dass Krankheiten komplett beherrschbar sind und dann noch der Befeuerung in der westlichen zentraleuropäischen Welt, als das erste Coronavirus MERS Europa nicht erreicht hat, Ebola immer so am Horizont, aber war nicht in Europa. Mit diesem Wissen im Hintergrund ist dieses komplette Zombie-Genre, wenn man da mal in die Popkultur reinguckt, die Filme und Serien, die entstanden sind, sind ja eigentlich Outbreak-Szenarien, meist Viren. Und sie wirken deshalb, weil es so weit weg wirkte. Das war ein Märchen, das passiert uns nicht. Und jetzt, also man wusste eigentlich total viel über Ausbruch. Und jetzt schlägt das zurück. Und gleichzeitig gab es eben, also was ist das? Jetzt merkt man, dass man zurückgeworfen wird auf Unwissenheit. Und gleichzeitig gibt es Computerspiele wie Plague Inc., in dem man eben wie im synthetischen Labor Krankheiten plant, mit denen man die, das ist der Sinn des Spiels, die Welt auszurotten, das ist total zynisch unter heutigen, also wenn man mit dem heutigen Wissen. Aber es gibt solche Spiele, so ein Computerspiel, und was macht man da? Da sind es Menschen, die was schaffen, um damit die Menschheit auszurotten. Und jetzt dreht sich der Kreis, da steckt natürlich so auf der einen Seite so eine Kontrollidee hinter, die dann mit Blick auf Corona auf einmal postmodern durchbrochen wird, in dem Narrativ, es seien aus dem chinesischen Labor entschlüpfte Viren. Also die ist ja eigentlich das Bild der befreiten Natur, das da rauskommt. Und das ist dann die nächste Invektive daraus, aus diesem gedacht. Also es wird um diese Wissenschaft entsteht eine ganze Popkultur, einmal der Kontrolle, und die wird auf einmal in Frage gestellt. Also die Ordnung, die da so geschaffen wurde, die wird durchbrochen. Im Grunde ist nichts anderes, als wie Sie gesagt haben, ich wollte nur diese Beispiele zur Illustration nochmal bringen, weil mich die wirklich faszinieren. Eine Welt, die alles weiß über solche, vom Fernsehen, ist dann so überrascht. Dürfen wir weiter abarbeiten? Entschuldigung, ich mache jetzt kurz. Ich habe inzwischen zwei Fragen reingekommen. Es trägt mich jetzt nicht mehr fort. Ich werde jetzt nur noch Ja und Nein. Also der erste Block ist eigentlich nur eine Mitteilung für dich oder eine Bemerkung. Und das zweite eine Frage, die mit diesem Begriff der Invektivität zu tun hat. Ich beginne mit dem ganz kurz, bitte nur mal ganz kurze Antwort, weil ich noch Eberhard Wolf und Jan Hinrichsen ihre Fragen stellen lassen möchte. Der Hinweis kommt aus der Schweiz. Vor allem wäre spannend, also toller Vortrag, so beginnt das, toller Vortrag. Danke. Vor allem wäre spannend, inwieweit moralisierende Inhalte den Diskurs prägen. Noch kleiner Hinweis, Doppelpunkt, die Werbung für die Maßnahmen, Klammer Berliner Zeitung,
gibt zwar einen erhobenen Zeigefinger im Text an, gezeigt wird aber der erhobene Mittelfinger. Wurde das thematisiert, passt aus meiner Sicht aber hervorragend als Beispiel für Invektivität. Es ist nur eine Bemerkung, erwartet keine Antwort. Und der zweite Block, die zweite Anfrage, ist eine Frage. Bedeutet Kränkung eigentlich denn nichts anderes als Überforderung des Vorstellungsvermögens? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist auch, dass in der Kränkung immer auch, wenn man es Invektivität begreift, dieses Moment der Herabsetzung steckt. Die fehlende Anerkennung des Gegenübers. Das erzeugt die Kränkung und wie Beleidigung sagt, eben bei der beleidigten Person auch emotionales, affektives Leidgefühl oder Wut, also ein Leiden. Leiden zugefügt, ja, wird. Ja. Dankeschön. Eberhard Wolf, bitte. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank und das waren ganz, ganz, ganz viele Anregungen. Und wenn ich jetzt eine skeptische Frage stelle, dann sollte ist die nicht invektiv gemeint, sondern im Sinn eines gemeinsamen, vielleicht Vorwärtsdenkens. Ich habe methodisch ein bisschen Bauchschmerzen mit dem Konzept der Invektivität, wenn es in einem gewissen objektivierenden Zusammenhang verwendet wird. Weil, wenn ich es jetzt auf Deutsch übersetze als Beleidigung, dann denke ich, und da kommt bei mir der Kulturwissenschaftler raus, dann denke ich, was ist eine Beleidigung? Eine Beleidigung ist eine sozusagen eine Verletzung des Ehrsystems des Gegenübers. Und damit haben wir eine unglaubliche Form von Kulturalität, die dieses Modell der Beleidigung kulturell relational macht. Und deshalb denke ich, dieses Konzept ist, wenn es objektiviert angewandt wird, da hier haben wir eine Beleidigung, hier haben wir den Faktor der Invektivität. Ignoriert ist diese ganze Kulturalität, die dahin steckt. Und ein bisschen anders formuliert und etwas, was mir als Bauchgefühl kam, ist das nicht, also dass man sich jetzt mit Invektivität befasst, ist das nicht ein ganz bürgerlicher Habitus, dass man irgendwie, ist man da jetzt irgendwo wieder angekommen, wenn man sich um Ehre, haben mich beleidigt, fordern Satisfaktion, ist man da plötzlich in einem Weltbild des Berlins des späten 19. Jahrhunderts angekommen. Ich habe noch andere, bösere Skepsis gegenüber der Frage, warum man in Dresden jetzt gerade sich forschend mit, ich kenne das Projekt nicht, mit gerade Fragen von Invektivität und was für politische Zusammenhänge es da gibt. Aber nein, also es geht mir einfach um die Zweifel der Objektivierbarkeit und den Hinweis auf die starke Kulturalität des Konzepts, ja. Beleidigung. Danke dafür, das gibt mir die Gelegenheit, vielleicht ein Missverständnis, das ich durch meinen Vortrag erzeugt habe und durch die Formatierung aufzulösen. Mit Invektivität ist nicht ein essentialisierendes Momentum gemeint. Also es ist nicht der Versuch da, Invektivität als Naturkonstante oder objektives Moment zu begreifen, sondern es geht eher um darum einen heuristischen Rahmen zu schaffen, mit dem es gelingt, über den Diskursbegriff hinaus soziale Dynamiken der Herabsetzung und der Missachtung zu betrachten. Das heißt, es geht auch weit über Ehre und so etwas hinaus. Der Begriff der Ehre steckt zwar in einigen sozialen Dynamiken drin, aber Dynamiken der Herabsetzung und Beleidigung funktionieren auch ohne den Ehrbegriff. Das heißt, ich würde es weniger als objektivierbare Erklärmaschine begreifen, sondern eher als Heuristik, bestimmte Destabilisierungen von Ordnung nochmal neu zu denken.
So, also deswegen, ich weiß nicht, ob dich das befriedigt, aber es ist wichtig, dass nach der Frage ich das noch so mal sage, sonst muss ich mich in Dresden nie wieder sehen lassen, wenn die sagen, ich habe das hier so vertreten. Und ich sagte die Dresdner, ich wollte mich da nicht davon distanzieren, sondern ich habe es bewusst adoptiert, bin da eingestiegen, wollte sie zitieren. Das war meine Idee. Zu Dresden können wir hinterher nochmal sprechen, warum gerade vielleicht in dieser Universität dieses Konzept entstanden ist in dieser Zeit, das ist ein anderes Thema. Also Herr Wolf scheint damit vorläufig einmal zufrieden zu sein, vielleicht ist er auch nur hungrig. Und wir können dann diesen ersten sehr, sehr interessanten Tag beschließen. Ich danke Ihnen alle für das Zuhören, für das Hiersein, auch die Zuhörerinnen, Zuschauerinnen an den Endgeräten, herzlichen Dank. Wir sehen uns morgen wieder um 9 Uhr, beginnt der Tag 2. Vielen Dank für heute und auf Wiedersehen, machen Sie es gut inzwischen. Dankeschön.